Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei einem neuen Schocktober Video. Und zwar heute mit Unforgiving Northern Him. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ich mache mal Ton etwas. So, was soll das? So, zack und ja. Fangen wir mal an, ne? Neues Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hello, it's Lucas. Hi. No good distance from town, like an hour from the cabin. Fängt ja schon mal gut an. Nah, no trouble. No, I'm being careful. You don't have to worry. Yeah. No, I know, but you can rest easy. Yeah. I've been there before. I know what needs to be done. I know all that. Yeah. Hey. Glatzkopf, lass mich mal bitte raus. Ich bin mir gerade unwohl. Something like that, yeah. Take her there. Well, I don't actually care what he has to say about this, really. I have no idea, but something has to be done about this. Like I said, something has to be done about this. Ich kann ja gerade echt einfach gar nichts machen. You're damn right I can. Das ist irgendwie ein bisschen bitter. Someone has to do something. It's not like you're doing anything about it. It'll work. I bought everything I need. Oha. Direkt unter Wasser. Ich kann noch. Hi. Hilfe. Ich weiß, ich habe dir gerade einen Kopf. Kick gegeben, aber das heißt ja nicht, dass du mich jetzt vielleicht nicht retten kannst. Hilfe? What did you do that for? Huh? You crashed my car! Me? I mean, what the hell are you doing? Oh, I can't believe you this. Fucking kidnapped me! Kidnapped you. Lucas, what Lynn, the fuck is going on? I was trying to help you. We were on our way to the cabin, okay? And you would never come if you knew we were going there. And why not? Because you have a problem. Are you being serious? Yeah. Yeah, I have a problem. You are my problem. This is my problem. Being stuck in the woods, in the middle of nowhere with my idiot brother. That's my goddamn problem. I just wanted to help you. You and your goddamn help can go to hell, Lucas. It doesn't matter now. We should get moving. Gladly. The faster we get out of here, the better. Der eigene fucking Bruder. Mal kurz das ausprobieren. Nicht Hauptmenü, bitte. Grafik. Ach, genau das. Ja. Fenstermodus ist okay. Wie sind gesagt? Okay. Übernehmen. Übernehmen, ja. Ich hätte gerne trotzdem Vollbildfenstermodus. Ah, nice. Ich hatte die ganze Zeit nur so ein kleines Bildschirmgedöns. Das ist ein bisschen. Er ist ein bisschen bitter. Ich sehe meine Maus auch. Ach, das? Hä? Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Aufnahme ist. Aber meine Maus ist in der Aufnahme. Gerade hier unten, ne? Unten rechts. Aber bei mir ist die tatsächlich hier. Deswegen, gucken wir, ob das vielleicht in der Einstellung liegt. Das ist ganz merkwürdig. Oh wei, oh wei. Ich hoffe, die Aufnahme
Hinten wird was. Wieso laufe ich dem jetzt eigentlich hinterher? Kann ich nochmal einmal... Selfish. I heard that. Oh, good. I can't believe you did that. We could have fucking died. Naja, ist, ganz ehrlich, ist, egal was für Probleme ich habe, so eine Entführung, ich... Bei bestem Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwo die bestmöglichste Lösung wäre. Also, fick dich. Ganz ehrlich, fick dich. Das Problem ist, ich muss mir jetzt hinterherlaufen, weil ich sonst kein Licht habe. Ach. Beeil dich mal. Lucas, wait. I'm sorry it all turned out like this. I just woke up and I didn't know where I was. I got scared and everything just happened so fast. I don't know what I thought either. I just wanted to help you with your addiction. First we have to find a way out of this forest and we'll talk about this when we get home, okay? Okay. Naja, gut, eine Sucht. Wenn es irgendwann eine Drogensucht ist, dann... The forest, the camp at Galion, you know, near that lake. Birken. Yeah. Do you remember that? I still have nightmares about the ghost walk at that camp. Ja, also ich habe keine... Ach, guck mal, da steht jemand. Hallo, ich sehe dich. Das war eigentlich auch mal ein richtig gemein, sich in der Nähe eines Waldes aufzuhalten, wo man halt weiß, dass zwischendurch mal Leute drin rumspazieren, sag ich mal. We don't know how far the river could have swept us. All those years of camp, you know. At least I learned something. Und dann halt im Wald selber drin stehen, ein bisschen geschützt und dann halt einfach gruselige Geräusche von sich geben. Oh Gott, ich hasse... Ach, da kräuseln sich mir die Fußnägel hoch. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse Fliegen, Mücken, aller Art, dieses Gedöns am Ohr direkt. Ah. Willkommen bei Blair Witch. Ach, meine Güte. Now you're happy we went to camp all the way. I'll be happy when we get out of these woods. Ein bisschen problematisch, wenn man nicht selber Herr der Taschenlampe ist. Kann ich nicht einfach umboxen und die Taschenlampe selber nehmen? Ich finde es schön, dass... Yeah, well, I'm holding the flashlight, so, Geronimo! Oh, shit, fuck! Ouch! Oh! Oh, Oh, damn it, that stinks! Oh, shit, that reeks! Oh. Seien wir mal ehrlich, wenn wir da oben gestanden hätten, hätten wir das auch gerochen. Normalerweise. Lecker. So dann, ach meine Güte, ey. Ach, es geht mir ein bisschen auf den Sack, das... Ja. Ich glaube, der Horror an diesem Spiel ist, dass man nicht selber Herr der Taschenlampe ist und einfach dem Typen hinterher dackeln muss. Und nicht... Und sich nicht über Dinge im eigenen Tempo lustig machen kann. So wie ich gerade mit dem Maden. Also ich hätte mir ein paar mitgenommen, aber jetzt war keine Wick-Ration. Ich finde es aber auch schön, dass er den Weg halt einfach aus dem Nichts kennt. Und einfach sich sicher ist, dass der Weg, den er gerade läuft. Das ist ein Stein wahrscheinlich, ne? Hi! Oh. Okay, ist so dumm. Ach, da ist er.
War das da vielleicht am Anfang keine Person? Oder doch? Ich bin mir gerade unsicher. Juhu, Fluss. Sauber war schon. Now? Do we go back? Yeah, I guess we have to. Wait. There, you see that tree? If we work together, maybe we could push it. Oh ja, push. Geht nicht. Vielleicht doch. Sehr interessant, dass der Baumstamm gerade groß genug war, um genau über dieses kleine Stückchen zu reichen. Ja, dann gib mir die Taschenlampe. Arschloch. Toller Bruder. Aber es wird heller oder ist das. Ah, ist der Mond. Sucht das sich hier wirklich einen Weg oder? Egal, endlich sind wir auf uns allein gestellt. Hätte ich jetzt noch eine Taschenlampe, wäre ich happy. So. Muss ich jetzt. Hi, hier bin ich. Lucas! I can't follow the river any further! God damn it. But should we go back? No, there's no way through there either! I have to go this way! Right, I'll follow the river here. Try to find a way across later on. Good luck. War ja klar, dass ich die Taschenlampe nicht bekomme. Wäre ja auch zu einfach. Gut. Naja, zumindest kann. Das ist echt blutverschmiert. Zumindest kann ich in meinem eigenen Tempo laufen. Das ist zumindest auch mal. Rennen. Toll, dass ich schon eine halbe Stunde renne und dass ich erst. Ja, ich vermute mal, das ist ein Sumpf. Wir sollten hier vielleicht nicht rein plumpsen. Passt schon. Das passt schon. Was ist da hinten? Ich will einen Leuchtkäfer haben. Ich da bestimmt hingesterbe ich bestimmt, aber ich muss jetzt trotzdem. Achso. Komm ich jetzt wieder raus? Ja, komm ich. Cool. Hä? Achso. Ha! Schade. Also es ist halt da, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist mal ein bisschen traurig. Nee. Also. Scheinbar war da was, aber ich habe mich nicht schnell genug umgedreht. Beziehungsweise stand ungünstig. So, dass ich gar nicht sehen konnte, was es war. Ja, das muss man aber auch erstmal. Achso. Ich würde sagen, muss man aber auch erstmal hinbekommen, so einen Unfall zu bauen, aber steht da, glaube ich, etwas länger. Fragezeichen. Unten X. Ich glaube, ich kann noch nichts machen. Gehen wir außen rum. Ja klar. Ich laufe trotzdem. Hehe. Ein Genie. Bestimmt komme ich da gar nicht rein. Bestimmt komme ich da rein und bestimmt ist hier gruselig drin, ne? Ich finde es schön, dass steuerungstechnisch
links und links und rechts. Maus und Controller Steuerung angezeigt werden. Das sieht nicht mehr gut aus. Oh. Die heilige Pflicht. Den Helgadel Plekten. Yggdrasil. Göttliches Opfer dieser krallen Regeln. Gudomlek Oppel. Vor allem ist das nicht diese Hütte, wo er mich hinschleppen wollte? Nasenring. Oh, das ist eine andere Hütte jetzt. Oh, geil. Eine 150 Jahre alte verschlossene Konservendose. Also, ich ist im Bett, also könnte ich eigentlich bis morgens schlafen in anderen Spielen, aber hier geht's natürlich nicht. Ja. Ich will immer noch die Taschenlampe, kann ich da einfach durch? Genau. Ich hab jetzt irgendwas eingesammelt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, leck mir die Füße. Ich wollte vorhin eigentlich sagen, als ich gerade hier vorhin da rumgelaufen bin und hier reingelaufen bin, dass es bisher eigentlich gar nicht so schlimm ist und jetzt das. Heilige Scheiße. Aus dem Nichts kam. Holy fuck. So. Ach, guck mal. Warum? Da hinten. Jetzt weiß ich zumindest ein bisschen, was auf mich wartet. Aber warum? Ich. Ja, egal. Ich bin einfach. Sieht schon interessant aus. Wenn ich zu dem jetzt hingehe. Hallo. Achso, aua. Voll gemein, warum prügelt er mich? Was soll denn das? Kann ich den durchs Licht schleuchten und der ist. Unfreundlich. Was soll denn das? So ist denn so unfreundlich? Nicht mehr. Kannst du mal deine Schnauze halten und. Danke. Also ich fühle mich jetzt richtig sicher hier. Sagen wir mal ehrlich, ich fühle mich richtig, richtig sicher. What the fuck, ich habe gerade mal nach Achievements geguckt. Das erste Achievement, das mir angezeigt wird, ist Max Out the Gamma Slider. Das. Wie gut. Aber ein Achievement dafür, dass man eine Angsthase ist, dass man Gamma ganz hoch dreht. Hi! Nackte Frau. Spielst super. Ehrlich Geld würde ich dir werfen. Ah. Muss ich irgendwas machen? Also ich habe das Gefühl, dass unser Bruder uns eventuell nicht wiederfinden wird. Ich versuche gerade das Licht wieder zu finden. Ist ja dunkel, ich kann halt einfach.
Aha. Okay. Es sind schon 20 Minuten rum und im Prinzip ist nichts passiert. Ich wurde von einem Geist geboxt. Das ist passiert und ich habe mich einmal erschrocken. Ey, wir sind da. Ist unser Geisterfreund mitgekommen, oder? Ja, nicht so. Die fahren wir. Klar. Okay, was haben wir hier? Der ertrunkene Geist. Der ertrinkende Geist gefangen im Sumpf. Sein Körper ist durch eine Aura geschützt. Diejenigen, die ihm zu nahe kommen, werden auf schreckliche Weise besessen und zerstört werden. Den Drunknande Gasten. Den Drunknande. Odins Wissen, Band 15. Tarwald Jung. Aber cool, das mit den Untertiteln so funktioniert, wenn ich das Ding rotiere, dass das dann. Ah, schwingt mir nice. Ach, ich glaube, der hat uns vorhin gepuncht. Finde ich nicht in Ordnung. Göttliches Opfer. Was sonst hatten wir schon? Ja, und das? Die heilige Pflicht hatten wir, glaube ich, auch schon. Okay, sonst nichts. Ja. Ich würde sagen. Necken. Melodies of Old. Your Blood will run cold. Yet the song is alluring and sweet. Silence screams as you drown. As you put them down. The fathomless depth full of deceit. 1 von 18 Folklore. Okay. The Folklore. Das ist auch nicht. Ja. Oh, Necken. Also, und. Das ist die nette Dame, der ich Trinkgeld geben wollte. Jut. Jetzt aber mal. Okay. Das Problem ist, ab jetzt, glaube ich, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, was Jumpscares und so angeht. Ach, ich würde mal so in die Hosen scheißen, das weiß ich jetzt schon. Dieser eine kleine Jumpscare von hat eigentlich schon für die nächste Woche gereicht. Aber nein, ich bin ja so klug und will ja Schocktober machen. Dann zumindest ein paar mehr Videos. Das ist eine gute Idee. Sollte ich auf jeden Fall jedes Jahr machen. Oh Gott, vielleicht kommt irgendwas. Doch immer so. Vielleicht gibt es einen Jumpscare. Von vorne oder von hinten? Eins von beiden. Ich weiß es doch. Ist ja wieder nicht so laut. Ah! Ha! Ha! Wenn ich euch gerade erschrocken habe, sag mir mal Bescheid. Ich wollte jetzt nicht Full Commitment und richtig schreien und so, aber. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Das ist genau das Zeichen, auf das ich immer warte, wenn ich irgendwo nachts durch den Wald schlendern möchte. Das ist genau das Zeichen. Vor allem, was soll denn hier für ein Zug durchbrettern, wenn. Leck mich doch mal. Ich bin gerade so erschrocken, dass ich das Steam Overlay geöffnet habe. Ich bin gerade so erschrocken, dass ich Shift-Tab gedrückt habe. Oh, leck mich doch am Arsch. Für solche Momente finde ich es ein bisschen traurig, dass ich keinen Herzschritt mache, würde ich gerade sagen. Pulsmesser, den man irgendwo sieht. Fitnessarmband.
misst auch Puls. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Dauert eben ein paar Sekunden. Aber es ist bestimmt schon wieder zurück. Holy fuck, ey. Das kam gerade so unerwartet. 55 oder okay, ich bin tot. Das kam gerade so fucking unerwartet. Vor allem, weil ich gerade irgendwie zur Seite geguckt habe und irgendwie. Ja, ich hasse mein Leben. Okay. Wir sind ein mutiges Mädchen. Wir sind nur ein bisschen blutverschmiert. Aber wir sind mutig. Ein bisschen dumm vielleicht. Und einsam. Vielleicht ein bisschen hungrig. Aber dumm. Und kann ich mich nicht einfach waschen? So, ich bin der Frosch aus dem Tümpel. Quark. Lass mich in Ruhe. Yeah. Ich habe keine Lust mehr. Es ist genau dasselbe. Okay. Alles gut. Alles gut. So. Bin ich dir sicher? Ich weiß es nicht. Also Leute, wer mal verspürt, nachts alleine im Dunkeln, mitternachts durch den Wald zu laufen, mach doch mal. Nein, Quatsch. Was Lustige ist halt, im Prinzip fürchten wir uns ja nicht davor. Oder wir fürchten uns nicht davor, nachts alleine im Wald zu sein. Wir fürchten uns eher davor, eben nicht alleine zu sein. Das ist das Ding. Weil im Prinzip so ein Wald an sich, auch wenn er gruselig ist, aber wenn da halt nichts weiter in dem Sinne gerade am Happenen ist, ist das eigentlich schon ziemlich beruhigend. Weil es halt einfach eine gewisse Stille hat, die man so im Alltag vielleicht nicht bekommen kann. Aber andererseits, wenn ich mir das überlege, jetzt hier in echt so hier durch die Gegend zu laufen. Naja. Muss auch nicht sein. Ist das der Dicke, der mich vorhin antatschen wollte? Oder ist das ein anderer Dicker? Beziehungsweise kann ich nicht mehr hinterherlaufen? Machen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Kann ich gar nicht, das ist ein Baumstamm. Aber das ist irgendwie lustig, ne? Wird mir jetzt erst auf. So nach dem Motto, naja gut, es ist halt so ausgelegt, dass man den Dingern folgt. Aber man läuft durch den Wald, weiß nicht wohin, und dann sieht man Schienen und denkt sich, aha. Ich drehe mich die ganze Zeit um zu gucken, ob jemand. Dann denkt man, sieht man Schienen und denkt sich, ah, ja, cool. Da ist was, da laufe ich hinterher. Da laufe ich hinterher, Alter. Das ist, weiß nicht. Ist jetzt nicht unbedingt dumm. Ist jetzt auch nicht unbedingt klug, aber. Ist auch fürs Spiel. Ja, gut, man hat diese komischen Leuchten und da läuft man jetzt, sag ich, immer hinterher und man weiß, okay, da muss ich hin. Aber schon. Interessant zu wissen, wie man selber tickt und andere Spieler wahrscheinlich ticken, die sich denken, ah, okay, Schiene, okay, da muss ich lang. Ist irgendwie in dem Sinne mal interessant, darüber nachzudenken, wenn man versteht, was ich versuche gerade vorzugeben. Versuche gerade auch nicht davon abzulenken, dass ich mir halt in die Hosen geschissen habe. Nee, noch nicht. Noch geht's. Geronimo. So, was haben wir denn da? Hellberg Telefon. Hellberg Telefon. Geil. Ruf Mutti an und sag, mein Bruder hat mich verschleppt. Wenn sie fragt, wo ich bin, sage ich ja. Okay. Rechts oder links? Ich bin mal hier lang. Das sieht doch nach dem richtigen Weg aus. Ah, ich spüre schon den Knochen. Gleich kommt der nächste Jumpscare. Ich weiß nicht warum, aber ich bin Schisser.
Deswegen weiß ich das. Beziehungsweise, wenn ich Programmierer wäre. Oder Spieldesigner oder was, da Geier was. Hier wäre ein schöner Punkt für den nächsten Jumpscare. Am besten fällt irgendwas runter von da, wenn man hier durchläuft. Ja, und andererseits, wenn halt nichts passiert an offensichtlichen Stellen, spielt's halt mit der eigenen Vorstellungskraft. Es gibt nichts Schlimmeres als die eigene Vorstellungskraft. Egal in welcher Hinsicht. Finde ich schon, so eine Windmühle ist mit einem Sumpf. Ich bin natürlich auch wieder so geil und nehme das mitten in der Nacht auf. Es ist 2:30. Ich sollte eigentlich ins Bett gehen, aber dann denke ich mir, ah, komm, Schocktober. Das ist doch erst für Videos. Ich wollte es eigentlich jeden zweiten Tag ein Video bringen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Mach mal. Die Leute freuen sich, wenn sie dir in die Hosen scheißt. Das Schlimme ist halt wirklich, dass dieses Spiel im Prinzip momentan so ein bisschen mit diesem Momenten geizt. Schon 31 Minuten, meine Güte. Und dadurch ist halt, deswegen gucke ich mich auch die ganze Zeit um, Vorstellungskraft halt gerade einfach. Das Problem ist halt, gefühlt, also klar, bisher ist ganz nice. Aber ich denke mir dann halt immer, ob das genug Content ist für ein Video. Für ein Let's Play-Video an sich, für ein normales. Definitiv. Aber jetzt für so ein Special. Ja gut, im letzten Jahr hatte ich die Schocktober-Video auch um die Stunde herum, glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber die letzten paar Spiele, die ich aufgenommen habe, die haben halt nicht mehr Content hergegeben, beziehungsweise waren, oder ich hatte keine Lust, weil XY. Ja. Das ist schon wieder dieses Stilmittel, du weißt nicht was, wie, wo. Und denkst jetzt deinen Teil und der Kopf brödelt und... Im Prinzip, das war das, was wir gerade machen. Das ist ein fucking, hier, Spaziergang-Simulator durch den Wald nachts. Mit ein bisschen Buhu. Alle 20 Minuten gefühlt. Alle 10 Minuten. Hey, das Spiel speichert gerade, das gefällt mir gar nicht. Hätte ich bloß nichts gesagt. Oh Gott. Okay, ich laufe einfach. Guck nicht zurück. Ach, das Problem ist, es reicht schon bei mir. Um einfach so ein. Ja, ich laufe einen Schauer über den Rücken. Oh Gott. Oh Gott, wo kommst du denn? Das ist nur ein Freund. Wollt mich antatschen. Was passiert? Es hat ja gerade gespeichert, ne? Ich bin ein bisschen neugierig. Vielleicht nimmt mir das ein bisschen die Angst vor dem Spiel. Wenn ich einfach mal gucke, was das ist. Hi! Das ist ja. Das Logo sieht nice aus. Also. Ist ein bisschen knuffig, sah ja schon aus. Toll! Wo muss ich lang? Da lang? Oder kam ich von da jetzt? Och Gott, ey, das ist natürlich, wenn man einfach so mittendrin irgendwo spawnt, dann hast du ja gar keinen Plan, was jetzt Sache ist. Ich glaube, hier ist jetzt mein Bruder. Ja. Die Frage ist jetzt auch, was das Viech da am Fressen ist. Und ja. Wo der auf einmal herkommt. Was jetzt allgemein Sache ist.
Und die nächste Frage ist, ist er alleine oder gibt es mehr von den Viechern? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Okay. Lauf! Läuft der hinterher oder sind das meine Busch? Opfer. Ich gehe mal davon aus, dass es meine sind. Jemand rennt dann noch um sein Leben und jetzt gemütlicher Spaziergang durch den Wald. Ja. Darf ich die Taschenlampe haben? Bitte? Ich glaube, er ignoriert mich. Ich weiß nicht warum, aber ich hab da so ein Gefühl. Off. Toll. Danke. Puh. Wollte schon sagen, ey. Oh, dieser Typ entschleunigt das alles so ungemein. Unglaublich. Wie nervig das doch ist, Leuten in Spielen hinterherzulaufen. Vor allem, wenn sie schlendern. Geronimo, Alter. Vor allem. Also ich glaube, das Spiel... Stimmt gar nicht. Warum das Spiel gerade auf 30 FPS runtergedroppt ist, weiß ich. Was ist denn hier los? 10 FPS. Kommt gleich irgendwas? Was? Oder was ist jetzt gerade Sache? Ja, okay. Ich verstehe schon. Das Spiel ist hammergeil programmiert. Toll. Ich laufe mir jetzt einfach mal hinterher. Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, dass das die falsche Entscheidung ist. Ich renne mal ein bisschen abseits. Eine blöde Idee, davon auszugehen, dass er der Taschenlampe hinterherläuft. Warum läuft er mir hinterher, der Arsch? Da war eine Brücke. Ist das dein Ernst? Wo sind wir denn? Oh Gott, dieses... Wenn ich vorlaufe, läuft er dann auch schneller? Ich laufe jetzt einfach mal nach dahin. Wenn da wohl irgendwas ist. Vielleicht kann ich ja nicht über Brücken laufen. Oder durch Tore durch. Autsch! Hä? Achso. Ja. Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen.
gucken. Das ist dasselbe wie gerade eben. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt sogar die Entscheidungsfreiheit, ob wir ihn töten und erlösen oder einfach weggehen. Weißt du was? Weil es unser Bruder ist, töten wir ihn. Wie ist das dann, hör der? Es tut mir leid. Oh, Alter. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht und so leicht. Aber. Okay, Lukas. Ist mir wenigstens in die Taschenlampe überlassen können. Hey. Okay, was haben wir hier? Quarantäne, hohes Infektionsrisiko. Ich mache jetzt mal keinen Witz über ein gewisses Virus. Aufseher. Hallo. Klopf, klopf. Ist er wer? Vor allem, die reißt einfach die Tür auf und geht rein. Klar, das war ja auch so. So, was haben wir denn hier? Der große Mann, welcher in den Wäldern haust, ist wild und unberechenbar. Er ist jedoch aufgrund seines großen Körpers und seiner plumpen Schritte sehr leicht auszumachen. Oh, den Zwischenband 16. Cool. Ich will die ganze Zeit, um Sachen anzuklicken, linke Taste machen, aber es ist halt alles eh ein bisschen schwierig. Aha. Runen. Weil ich jetzt so obercoole Runen krieg, würde ich euch sagen, was das ist, aber. Aber ich da noch zu faul, mich hinein zu fremeln. Schande über mein Haupt, vor allem bei meinem Namen. Necken. Am Altar erwachte der Zorn Freyas. Aus ihrem Zorn heraus wirkte sie Feuerzauber und verbrannte seine Augen und Hände, damit er niemals wieder die zauberhafte Harfe spielen. Zauberharfe spielen könne. Warte mal. Oh, den süßen Band 3. Jung fand große Fußabdrücke im Wald. 1932. N. Gruppe mit Polka Passa Sigha Fünnet Gigantiska Futspa Iskong. Das Lustige ist, gewissermaßen können wir Deutsche das irgendwie zusammenreiben und verstehen zumindest irgendwie 30% von dem, was da steht. Futsbären Meste He Varit Minste N. Och in halben Meter längst. Zeta Nils Hammerström 11. Nils, och, Harris, kommet er an malde Futsbarren, tilde vokala je gerna, somst red ut für et on der Stecker findet, delle de meninger reda am findet, fissa mena et fissbar, medan andra mena et half meter djupa eilets, ach Gott, ey. Also, der gute Nils hat Fußspuren gefunden, die einen halben Meter lang sind. Oder groß sind. Und irgendwie örtlicher Jäger. Ja, das ist das, was mir jetzt hängen geblieben ist. Ah, lecker. Sind wir hier bei Slender oder was? Ich will sie. Jack will Henne. Schlüssel gefunden. Geilsten wäre eine Taschenlampe. Seien wir mal ehrlich. So, Hellebörn. Wir sind jetzt hier. Telefon. Halle der Harfe. Aufseher. Nee, wir sind jetzt beim Aufseher. Von da kamen wir jetzt gerade rein. Wenn wir jetzt gleich hier runter und dann rechts gehen, kommen wir zum Telefon. Also das Spiel ist größer, als ich vielleicht dachte und ja. Glockenturm. Schmied.
Das Hafending, Freyas Waisenhaus, Zugbrücke, Lager. Ja, wie gesagt, eine Taschenlampe wäre halt nice. Okay. Ich bin natürlich. Musik rasiert. Ja, ich bin halt. Ja. Heilpflanzen-Tinkturen, ob es. Ab, absurde. Ein Medikit. Kann ich nicht einfach schlafen, bis zum nächsten göttliche Opfer des Sakralen regelt? Kann ich nicht einfach bis morgen schlafen, ist hell? Jagen, Tiere verwerten und zerlegen, Leben aus dem Wald, oder? Ein Leitfaden zum Überleben im Wald. Wer Bloodborne gespielt hat, wird sich an solche Kreaturen erinnern. Kann ich aufhören zu träumen? Ken, Inte, Slöndrama. Was ist das? Ja, lecker. Ach, Topf oder so. Okay. Na gut, dann. Nachdem ich hier rumrandaliert habe und alles angeguckt und angetatscht habe, bin ich mal manchmal raus. Hier ist noch ein Häuschen. 47 Minuten, ja. Ein paar Minuten können wir uns das, das Haus noch angucken. Ist hier jemand im Plumpsklo drin? Wenn ich mich da hinsetze, werden meine Hoden gekrault, oder? Ach, die Vorstellung. Telefon und die. Die möchte irgendwas haben. Ist das ein Baumkind? Ich habe keine Ahnung. Es ist so dark. Die will eine Kerze oder so haben. Aber warte mal. Folklore hatten wir einen zweiten gefunden. Gendegare. It thirst for your soul, your arm, a hole, lasting for pain. For the past, you will know it's very well, but only time will tell if tonight just might be your last. Oh, this glory. Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung des Telefons. Gerade sagen. Zutaten für ein gutes Horrorgame. Düster Stimmen aus dem Nichts. Komische Geräusche. Schwierig. Telefon. Ich will gar nicht reingehen, ey. Böse Märchen. Helge Salzberg, Märchensammlung über die Übel, welche einst Schwedens boshafteste Kreaturen heimsuchte. Streichhölzer oder was? Habe ich. Keine Taschenlampe, aber ich habe Licht. Streichholzschachtel prüfen, ja. Sind das die Anzahl, die ich noch habe? 2, 4, 6, 9. Insgesamt 10. Gut. Ach, guck mal, das Streichholz wird, glaube ich, leer, oder?
Beziehungsweise. Oder? Da bilde ich mir das gerade nur ein. Dass es weniger wird. Das wird weniger. Mehr Streichhölzer. 3. Geil. Sie will mich für sich behalten. Okay, schon allein dieser kleine Fakt ist irgendwie cool. Ist kacke, dass es ähnlich ist, aber es ist cool. So. In Ernst? Wo ist denn das Telefon? Hier. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, daran zu gehen. Guck mal da hinten, was ist das denn? Weil ich habe gerade nicht mit Absicht angezündet. Hallo? Ragnar, are you there? You have to come to Hjelberg. We lost many, but we found safety here. We are safe here. They can't find us. Go towards the light, to the mine, over the lake. The Guardian has the key. Play our song and Rune will send over the boat to you. Okay. Das Problem ist, kann ich die Tür wieder aufmachen? Oh Mann. Ich wollte doch zu der Dings und Tante zurück, weil die hat gesagt, gib mir Licht. Ich dachte, ich könnte da wenigstens ein bisschen Licht hinbringen. Ist da vielleicht was passiert? Ach, oh, ich dachte, das ist... Okay. Steuerung ist aber auch ein bisschen behindert gemacht, muss ich ehrlich sagen. Solche Sachen gucken wir mit E an. Und Streichholz anzünden ist einfach Linksklick. Bin es halt gewohnt, wenn ich es halt irgendwas sehe. Okay. Das Ding ist, das kann ich jetzt schon so sagen, das wird so nicht passieren. Also kann ich doch noch zurück. Ich möchte nochmal zu dieser Statue. Das ist der richtige Weg. Jetzt. Ist halt die Frage, ob dann Streichholz an sich ausreicht oder ob die wirklich eine Kerze oder so haben will. Ja. Aha! Streichholz. Hallo. Danke. Och, guck mal, was für ein geiler Rätselmeister ich bin. Ich wollte gerade auf M drücken, um Karte aufzumachen. Und bevor das Ding ausgeht. Stabwehr? Ja. Das wollte ich nur wissen. Wenn ich schon mal hier bin und gerade wenigstens gemacht habe, kann ich gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Beziehungsweise ob ich so besser erkennen kann, was hier vielleicht noch ist. Guck mal die Bilder. Hätte ich sonst nicht erkannt. Irgendwas? Nö. Okay. Gut. Okay, das ist natürlich... Ach, warte mal. Wir sind hier, da ist die Tor. Wenn ich durch das Tor durchgehe... Ach, nein, ich will kein... Nein, ich will kein... Ich will nicht... Ich will... Oh, mein Gott. Steuerung. Der Glockenturm war das. Der Glockenturm. Ich könnte auch zum Schmied laufen. Telefon war ich. Das ist jetzt die Frage, was machen wir? Ich gehe nicht hier hin. Komm, scheiß drauf. Damit wir nochmal sehen, was passiert, wenn wir über die Dingsens drüber. Also ich denke mal, das ist ein Horrorspiel, was schon Momente hat, die... aber ich kann das halt nicht beurteilen, so weißt du. Ich bin halt ein Schisser. Ich habe, ja,
solchen Spielen halt immer, ja, sehr schreckhaft. Aber bisher an sich, kann es mir vorstellen, wenn es halt vom Spacing her so bleibt, dass zwischendurch mal was kommt, was einen abfuckt. Es ist halt noch aushaltbar, sag ich mal. Dass man sich das Game doch geben kann. Wie viele habe ich noch? Ja. Hallo? Was ist denn Ernst mit dem... Ragnar, spiel unser Lied, damit wir wissen, dass ihr es seid. Der Schlüssel zur Zugbrücke und zum Tor ist beim Aufseher deponiert. Also Schlüssel habe ich. Ja, Schlüssel habe ich. Aber, was war das andere? Der Schlüssel zur Zugbrücke und zum Tor. Das ist scheinbar nicht das richtige Lied. Ja. So. Ich pack auf den Screenshot. Tja. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, das reicht eigentlich. Für den ersten Eindruck fürs Spiel. Und das Oktober-Video reicht das, denke ich mal, auch. Es war nicht so krass Horror mit drinne, aber die Momente, die da waren, haben mich abgefuckt. Und ich glaube, das reicht ja auch schon. Und wer Bock auf das Spiel hat, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, würde ich eigentlich empfehlen als Spiel, weil vor allem wer doch schon auf die nordische Mythologie steht, ich glaube, das Spiel hat Potenzial auf jeden Fall. Vor allem die Karte, die wir gesehen haben, da ist noch so viel zu erkunden und alleine Folklore. Wir haben 2 aufgesammelt und es gibt 18. Und Kapitel dies, das. Ja, mal gucken. Sind wir schon in Kapitel 4? Oder kommen diese Viecher in Kapitel 4? Also die haben wir gesehen und das Ding haben wir auch bekommen. Also Kapitel 2? Wie viele Kapitel gibt es denn? Hoch. 9 Kapitel. Also, wie gesagt, man hat mit dem Spiel was. Also, gönnt es euch. Ich werde es vielleicht sogar auch privat weiterspielen. Einfach nur, um zu gucken, weil es mich interessiert. Und, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und, ja. Keine Ahnung. Petri Heil oder so. Auf geht's ins Wässerchen.